just take girls that aren't me. Ja, ja, was du los, Herr Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns. Und heute haben wir für euch alle News zu Call of Duty Black Ops 3 zusammengefasst. In letzter Zeit wurde es ein bisschen weniger um Black Ops 3, da ja die E3 kurz bevorsteht, also am 16. Juni, was ich weiß, wird die E3 starten. Dann gibt es auf jeden Fall viel neue Informationen zu Call of Duty Black Ops 3 und auch vielleicht das erste Gameplay von uns. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, Hauptner, möchtest du mal starten? Was gibt's Neues? Ja, genau. Das Erste, das vielleicht ein paar von euch enttäuscht, ist, dass der Dolphin Dive nicht dabei sein wird. PC Dev hat das sozusagen bestätigt, weil er gesagt hat, dass es out ist und das Neue, das in ist, ist Sliden. Und das gibt's ja bekanntlich in Black Ops 3. Und deswegen, Dolphin Dive wird wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Was schade ist, weil ab und zu war der schon geil, irgendwelche geilen Stunts machen und dann noch wen killen. Aber, ja, was soll man machen? Ja, ein bisschen rumtrollen konnte man, finde ich, irgendwie mit dem Ding ein bisschen, wenn man die Gegner wirklich aufs Ärgste verarschen wollte, dann hat man irgendwie von denen mal einen Dolphin Dive oder so gemacht, dann war das irgendwie ein bisschen witzig. Und ja, was gibt's noch? Es gibt auch dann noch, dass es kein Panic Knife mehr gibt, das wissen vielleicht einige von euch schon, weil es ja durch ganze YouTuber bestätigt wurde, dass es kein Panic Knife mehr gibt. Man muss davor wirklich zum Messer wechseln und dann kann man erst die Leute One-Hit-Knifen, sonst schlägt man nur mit der Waffe zu und da braucht man zwei Schläge. Das heißt, seid froh jetzt, ihr könnt nie wieder gepanic-knifed werden. Das wurde auch genau bestätigt jetzt von David Wonder. Und ja, was haben wir noch? Der PC-Dev wurde auch noch gefragt, ob es mietbare Server in Black Ops 3 geben wird. Und darauf hat er ein bisschen seltsam geantwortet, finde ich. Er hat nämlich gleich mal gesagt, ja, bei Ranked-Server wissen sie zwar, also haben sie überhaupt keine Pläne, ob es da mietbare Server geben wird, und über Unranked Server wissen sie es noch nicht, haben sie noch nicht drüber geredet. Was ich irgendwie vielleicht so einen kleinen Hinweis darin finde und also dahin sehe, dass sie sagen, okay, bei Ranked wird es definitiv keine mietbaren Server geben, aber vielleicht bei Unranked, dass man da irgendwie sich selbst Server kaufen kann und darauf Just for Fun zocken kann, vielleicht dann auch irgendwie komische Mods oder so draufpacken kann, wo man dann 300 Meter in die Luft springen kann. Wäre auf jeden Fall krass und ich finde es irgendwie, so wie es gesagt hat, für mich eine kleine Andeutung, ja, vielleicht könnte es wirklich unranked mietbare Server geben, was richtig krass wäre. Was sagst du dazu, oder? Ja, vielleicht sogar auf den Konsolen, wer weiß, weil Next Gen, vielleicht packen die da wirklich mal sowas rein, dass man seine eigenen Server haben kann und da wirklich auch alles machen kann, wie man es möchte. Das gab es ja bis jetzt bei COD auf den Konsolen, glaube ich, noch nie, dass man sich Server holen konnte und dann zum Beispiel, wenn einer hackt in der Runde, dass man den einfach kickt, wenn das genau Anti-Cheat-System nicht passt. Oder, ich meine, wenn man ein Fuck-Admin ist, also ein Hurensohn-Admin, dann kann man halt auch mal Leute kicken, die einen abfucken, ja? Das wäre alles möglich und deshalb wäre ein Server so geil, einfach weil, keine Ahnung, wenn ich einen Server hätte, ich sag's mal, wie es ist einfach, und dann spielt irgendein Hurensohn die ganze Zeit mit Remington und C4 und EMP-Granaten, dann wird der easy gedroppt, ja? Ja. Ich hoffe einfach, dass EMP endlich nicht mehr so OP ist in Black Ops 3, weil das gibt's ja auch wieder in Black Ops 3. Ja. Das ist ein bisschen kritisch. Ich hoffe, das geht nicht mehr durch die Wände. Und ja, was haben wir noch? Ja, natürlich ist auch schon bekannt, dass es das Anti-Cheat-System von Drag wieder geben wird in Black Ops 3, also das altbekannte von Black Ops 2. Und es hat, wie jeder weiß, sehr gut funktioniert. Also man kann sich eigentlich bei Black Ops 2 nicht beschweren, dass da irgendwie zu viele Hacker unterwegs sind. Da war, glaube ich, jeder glücklich damit, dass es dann nicht so viele gab wie in den anderen CODs. Ja, genau. Was es noch gibt, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, kein Video, es wird, glaube ich, ein neues Perk geben, wahrscheinlich. Zumindest hat das David Wonderhoer mal angeteasert quasi auf Twitter. Und da hat er nämlich ein Perk aus Call of Duty World of... Wie ist das? World at War. World at War. Genau, aus World at War angeteasert. Da gab es eigentlich einen Perk, das irgendwie gegen den Effekt von so Flare-Leuchten irgendwie geschützt hat oder so. Was das in World at War für einen Sinn gehabt hat, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall hat er das irgendwie so in Richtung angeteasert, als ob das in Black Ops 3 kommen könnte. Wo ich mich auch frage, what the fuck, was wäre das für ein Perk und für was hätte das Perk für einen Sinn? Weil, keine Ahnung, ich könnte mir nicht irgendwie vorstellen, dass ich jetzt in Black Ops 3 mit so einer Flare-Leuchtgranate rumläuft, irgendwo hinschießt und dann nimmt irgendein Gegner Perk mit, dass das nicht zu hell strahlt. Also, ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es irgendetwas wie, dass es ein Schutz gegen Blendgranaten ist, weil dann blenden die einfach nicht mehr und vielleicht ist es das Perk dagegen, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es da mehr Hintergrund zu dem Perk.
Keine Ahnung, aber das ist vielleicht wirklich was Interessantes, ein Perk, den es geben wird. Das könnte da echt aber auch irgendwie so ein Perk gegen EMP, gegen Blankgranaten und so Zeug sein, weil vielleicht gibt es irgendwie so ein EMP, was so richtig fell hätte leuchtet und so, was dich abfuckt und du kannst dann irgendwie das dagegen nehmen oder keine Ahnung, wäre jetzt nur so eine Idee gewesen. Na, ist auf jeden Fall ein bisschen was Wahres dran. Also kann man durchaus denken, dass sowas kommen wird. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel, oder? Ja, wie gesagt, am 16. Juni startet dann die E3. Dort da geht's dann richtig ab. Da kommen dann Infos über Black Ops 3 aus allen Löchern wieder. Also seid gespannt, das dauert nicht mehr lange, 10 Tage nur mehr. Genau, boah, ohne Scheiß, Leute, das wird so krass. Endlich wieder erstes Gameplay-Material vom Multiplayer sehen. Boah, fuck, ich freue mich drauf. Vielleicht werden wir dann sehen, was es alles wirklich geben wird. Dann vielleicht Multiteam-Stellung, Orbi, Nuke, also nicht Nuke, sondern Nuklearmedaille und so weiter. AN94. Na, da bin ich, da bin ich gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ihr werdet sehen. Benni, Abschlussworte. Wenn euch das Video gefallen hat, spritzt den Like-Button ab und ich wollte noch mal kurz erwähnen, ihr wisst ja, wir haben Sponsor G2A, da gibt es Gamekeys zu holen. Wer Bock hat, kann dort mal vorbeigucken. Link in der Videobeschreibung und haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao.